Ich war heute den ganzen Tag hier auf der Messe unterwegs und muss Ihnen sagen, Mann oh Mann, sind hier viele Nerds und das meine ich im positivsten aller Sinne. Wir passen hier perfekt rein von Vialytics. Wir sind Nerds, wir lieben Computer, wir lieben Softwareentwicklung, wir lieben AI und die Theorie darum. Aber wir lieben es auch, auf ganz praktische Fragen, praktische Antworten liefern zu können. Und eine dieser Fragen, die die meisten unserer Kunden beschäftigt, ist einfach, wie können Kommunen ihr Straßennetz ohne mehr Budget kontinuierlich verbessern? Und Sie werden überrascht sein, wir versuchen mit Vialytics eine Antwort darauf zu finden. Wir haben Vialytics gegründet und ein intelligentes Straßenmanagementsystem entwickelt. Vielleicht gerade zwei, drei Punkte zur Agenda. Ich würde ein paar Worte über Vialytics verlieren wollen, dann über die Herausforderungen unserer Kunden sprechen und dann Ihnen einen kurzen Einblick in unser Vialytics-System geben, bevor ich die Frage beantworte, wie ein Straßennetz ohne mehr Budget verbessert werden kann. Vielleicht kurz zu uns. Wir sind 2018 gegründet worden in Stuttgart, sprich Heimvorteil, sind seitdem deutlich gewachsen. Wir haben Standorte in Paris und New Jersey inzwischen, haben über 500 Kunden bei uns im Bestand, betreuen über 500 Kunden jeglicher Größe. Wir sind über 100 Mitarbeitende inzwischen und sind sehr stolz drauf, dass unsere Lösung so groß skaliert ist. Das heißt, wir haben unsere Kunden betrachtet. Unsere Lösung ist nicht nur was für die Großstädte, sondern eben auch gerade für kleinere Gemeinden. Die kleinste Gemeinde hat ca. 800 Einwohner, ungefähr 12 Kilometer Streckennetz. Aber es geht natürlich auch hoch zu Städten wie jetzt Prag mit 3.500 Kilometern, die eben auch da den Mehrwert erkannt haben einer solchen Lösung. Aber unabhängig der Größe der jeweiligen Kommune sind im Prinzip die Herausforderungen immer dieselben. Wir sprechen da definitiv über verkrustete Prozesse, über fehlendes Personal, Fachkräftemangel, insbesondere bei uns ein Thema, natürlich fehlende Budgets. Budgets werden in den meisten Fällen nicht mehr, sondern tendenziell eher weniger. Dann natürlich die vielen Bürgeranliegen und eben auch die Entscheidungsfindung. Das heißt, so eine Entscheidungsfindung geht einfach durch viele Gremien und oftmals fehlt die digitale Datengrundlage. Und da wollen wir einfach ein bisschen unter die Arme greifen, dass man sagt, mit uns hätte man ein ganzheitliches System zum Thema Infrastruktur bzw. Straßenmanagement und damit möchten wir den Kommunen eine Unterstützung liefern, ein Werkzeug an die Hand geben. Wir haben bei aller Kompliziertheit, die vielleicht dahinter steckt, vordergründig geht unsere Zusammenarbeit oder fängt unsere Zusammenarbeit immer gleich an, dass wir den Kommunen Smartphones zur Verfügung stellen beziehungsweise Nutzerlizenzen zur Verfügung stellen, dass die Kommunen ein Smartphone hinter der Windschutzscheibe von vorhandenen Fahrzeugen installieren können, dann einmal die Straßen abfahren. Diese Daten würden gesammelt werden, mit Hilfe künstlicher Intelligenz im Nachgang ausgewertet werden. Das dauert so zwischen 1 und 30 Tagen. Und dann kommen wir zu diesen fertig ausgewerteten Daten eben ins Websystem der jeweiligen Kommune, welches wir zur Verfügung stellen. Und wie das Ganze passiert, zeige ich Ihnen mal im Folgenden. Wir haben das Ganze mal im Videoformat aufbereitet, was im Prinzip im Bildformat im Hintergrund passiert. Ist das eben die künstliche Intelligenz, diese aufgenommenen Bilder mit dem Smartphone? Bitte weiter. Eben automatisiert auswertet, erkennt. Wir haben 15 Schadensklassen, die erkannt werden. Das heißt, objektiv basierend auf diesen erkannten Schadensklassen wird eine objektive Bewertung vorgenommen und erleichtert natürlich im Umkehrschluss die Entscheidungsfindung, welche Straße vielleicht als nächstes saniert wird und welche Straße vielleicht noch ein bisschen Zeit mit sich bringen könnte. Unsere Lösung umfasst prinzipiell drei Module. Wir haben ein aufbauendes System, das heißt, vordergründig geht es im Basismodul darum, Bildstrecken mit aufnehmen zu können. Das in Kombination mit einem Werkzeug für die Bauhofe, die jeweiligen Bauämter ihrer Verkehrssicherungspflicht nachzukommen, sprich Streckenkontrolle decken wir ab. Genauso aber auch eine Lösung für den Winterdienst ist damit integriert. Wenn man eine Stufe höher geht, geht es ums Thema Erhaltung. Das heißt, diese Daten, diese Bildspuren würden analysiert werden mit Hilfe unserer KI und sie bekommen eine vollständige Auswertung und dann eben auch eine Übersicht, wo im Prinzip der Handlungsbedarf am größten ist. Von oberster Stelle steht im Prinzip ein Inventarmodul, was Ihnen erleichtert, zu erkennen, wo steht welches Schild, wo sind Wasserabläufe, Schlaglöcher bzw. Gullideckel, dass Sie dort auch die entsprechenden Maßnahmen treffen können, weil die oftmals problembehaftet sind. Insbesondere die Bilddokumentation ist natürlich wertvoll, dass man einfach nicht nur einen Status Quo mit aufnehmen kann, sondern einen Vorher-Nachher-Vergleich hat. Wie entwickelt sich eine Straße, gerade wenn externe Unternehmen bei Ihnen unterwegs sind?
empfehlen wir jeder Kommune, dass man vor dieser Maßnahme einmal drüber fährt, sich das Ganze auswerten lässt, nach der Maßnahme nochmal drüber fährt, diesen Vorher-Nachher-Vergleich hat, um zu sehen, ist es so gelaufen, wie man sich es vorgestellt hat, oder ist vielleicht Handlungsbedarf im Nachgang noch vonnöten? Thema Gewährleistung ist ein ganz großer Stichpunkt. Genauso umfasst unsere Lösung auch eine Möglichkeit der digitalen Streckenkontrolle. Das, was in den meisten Fällen sehr analog passiert mit Stift und Papier. Es werden verkehrssicherheitsrelevante Schäden aufgenommen, sei es eine kaputte Parkbank, ein Schlagloch, ein Ast, der irgendwo in den Gehweg mit reinragt, ein fehlender Pflasterstein. Solche Dinge müssen dokumentiert werden und bestmöglich schnellstens beseitigt werden. Das heißt, mit unserer Lösung haben Sie innerhalb des Smartphones die Möglichkeit zu sagen, solche Themen nehme ich direkt auf, GPS genau verortet, ich packe die gleichen Prioritätenlisten, packe die in Aufgaben, füge meine Mitarbeiter hinzu und sage, du machst mir das bitte bis nächste Woche. Und so kann man solche Themen eben sehr schnell nebenbei mit abhandeln. Dient natürlich auch im Umkehrschluss dadurch oder dafür, dass man eben Aufgrabungen dokumentieren kann. Überall, wo externe Unternehmen unterwegs sind, macht sicherlich Sinn, dass sie dokumentieren, wie ist der Zustand vorher, nachher gewesen, beziehungsweise auch während den Maßnahmen. Wenn die Straße einmal zu ist, weiß man vielleicht im Optimalfall oder im schlimmsten Fall nicht mehr, was unten drunter liegt. So hat man alles selber in der Hand. Teil der Lösung ist auch eine inventarbasierte Aufgabenverwaltung, sprich, Sie haben ja vieles aus Sicht der Kommune an Inventar, was irgendwo bestmöglich in Schuss gehalten werden sollte, sei es Parkbänke, Spielgeräte, alles, was irgendwo da befindlich ist, lässt sich aufnehmen, verorten, in Aufgaben, mit Aufgaben versehen und dann eben weiterverarbeiten. Und genauso auch Thema Winterdienst, sprich Dokumentation, Räumstreupflichten, lassen sich auch digital manipulationssicher so hinterlegen. Ein weiterer Teil, dass natürlich diese Bildstrecken, die aufgenommen werden, werden im Optimalfall durch unsere KI ausgewertet und innerhalb kürzester Zeit zur Verfügung gestellt. Sprich, wir haben in Summe 15 Schadensklassen, die erkannt werden und führen dann letzten Endes zu dieser Bewertung, die entweder im GIS-System der jeweiligen Kommune dargestellt wird oder über unser WebGIS-System. Das heißt, hier haben Sie genau einen Überblick, alle 4 Meter eine Bewertung nach objektiven Kriterien, nicht nur nach Kantenknotenmodell, sondern so sind Sie einfach in der Lage, nicht nur großflächig zu sanieren, sondern eben auch punktuell kleine Maßnahmen zu treffen, präventive Maßnahmen, die wenig Geld kosten, aber viel Wirkung erzielen. Genauso wäre natürlich der sinnvolle nächste Schritt, da auch in die Budgetplanung reinzugehen, zu sagen, was habe ich die kommenden Jahre vor? Es ist eine Möglichkeit, über unser System automatisiert sich Empfehlungen rausgeben zu lassen. Man kann aber auch selbst in die Planung reingehen, dass man einfach mal schaut, was nimmt man die nächsten 10 Jahre in den Fokus, wie groß ist mein Budget und entsprechend kann ich so weiter diese fortlaufende Liste anpassen, eben an die Gegebenheiten. Nicht, dass wir Ihnen vorschreiben, was Sie zu machen haben, sondern wir unterstützen, aber eine fortlaufende Liste in schöner, übersichtlicher Form, mit der es Spaß macht zu arbeiten. Und dann eben bereits angesprochen, wir unterstützen beim Thema Inventar, sprich automatisiert neben einer Zustandserfassung, wissen Sie in Zukunft, wo steht welches Straßenschild und nicht nur das, sondern es wird auch bewertet, in welchem Zustand befindet sich das entsprechende Straßenschild. Ist es beklebt? Ist es vielleicht verdeckt? Ist es verschmutzt oder ist es vielleicht gar nicht da? Diese Daten, diese Filtermöglichkeiten landen automatisch bei Ihnen auf dem Schreibtisch und so erspart man sich eben diese lästige Suche nach eben genau diesen Schildern. Und ich komme vielleicht auf die Eingangsfrage zurück. Ich bin großer Fan zu sagen, Daten sind die eine Sache, aber ich würde gerne aus Daten Taten machen. Und diese Frage, die immer die meisten Kommunen umhertreibt, ist, wie kann dieses Straßennetz ohne mehr Budget, weil in den meisten Fällen wird das Budget immer weniger, beziehungsweise man bekommt für das vorhandene Budget immer weniger an Sanierungsmaßnahmen bewerkstelligt. So sieht die Situation in den meisten Kommunen aus. Es ist eine Art Abwärtsspirale. Man konzentriert sich immer auf die schlechtesten Straßen. Man spielt im Prinzip Feuerwehrmann, man weiß, die Straßen sind schlecht, um die kümmere ich mich als erstes. Man kann gar nicht, weil letzten Endes in den meisten Fällen die Datengrundlage fehlt, sich um die guten oder mittelmäßigen Straßen kümmern, sondern man hat immer nur die 3, 4 schlechtesten Straßen im Auge. Und so wird momentan in den meisten Kommunen gearbeitet. Das ist in den meisten Fällen nicht nachhaltig. Wenn die Datengrundlage stimmt und mit uns hat man nicht nur eine einmalige Erfassung, sondern man hat theoretisch eine kontinuierliche Erfassung. Unsere Partnerkommunen ist es vollkommen frei, wann welche Daten aufgenommen werden. Das heißt, man kann so häufig, wie man möchte, eine Zustandserfassung fahren und hat so die Möglichkeit, den geeigneten Zeitpunkt für gewisse Maßnahmen zu treffen. Jede Straße wird schlechter im Laufe der Jahre.
Das heißt, es geht einfach darum, dass man einigermaßen gute Straßen hat und vielleicht nach 4, 5, 6, 7, 8 Jahren die ersten Risse auftreten. Normalerweise, wenn man sich nur um die schlechtesten Straßen kümmert, hat man diese guten Straßen gar nicht mehr im Blick. Mit unserem System haben sie es automatisch auf dem Schreibtisch liegen. Das heißt, sie könnten den richtigen Zeitpunkt erwischen und mit kleinen Maßnahmen dafür sorgen, dass man letzten Endes Geld spart und nicht jede Straße zum Sanierungsfall wird nach einigen Jahren. Und ich habe mal ein kleines Rechenbeispiel mit aufgenommen. Das ist tatsächlich Realität in vielen Kommunen, insbesondere auch in Deutschland. Und das der heutige Ansatz ist, schlechte Straßen zuerst. Das heißt, nehmen wir mal in dem Beispiel, wir haben 8 Kilometer Straße in einem Netz von 300 Kilometern Gesamtnetz, um die man sich kümmert. Man geht vielleicht mit einem Vollausbau rein, man macht vielleicht eine Deckschichterneuerung, die kostet x Euro. In dem Beispiel vielleicht 2,2 Millionen Euro. Frisst prinzipiell das Gesamtbudget und man hat sich eigentlich nur um 8 Kilometer Straßen gekümmert. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass jede Straße pro Jahr ein Nutzungsjahr verliert, was in der Natur der Sache liegt, verlieren sie pro Jahr bei 300 Kilometer Straßennetz 300 Nutzjahre. Das heißt, wenn sie so eine Sanierungsmaßnahme treffen, wie hier im Fall, gewinnen sie vielleicht durch diese zwei Maßnahmen 195 Nutzjahre, verlieren im Umkehrschluss aber 300. Das heißt, am Ende des Jahres stehen sie bei einem Delta von 105 Nutzjahren, die sie effektiv verlieren. Wenn wir jetzt mal den neuen Ansatz wählen, der theoretisch mit unserem System möglich wäre und man mehr in die präventive Unterhaltung geht, könnte man eben nicht nur Vollausbau, nicht nur Deckschichtsanierung betreiben, sondern könnte eben eine DSK machen, doppelte Oberflächenbehandlung. Das sind nur Beispiele. Ob sinnvoll oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber man hat die Möglichkeit, auf guten bzw. mittelmäßigen Straßen mit kleinen Maßnahmen dort einzugreifen. Kann sich so um mehr Kilometer kümmern innerhalb eines Jahres. Das heißt, ich habe von diesen 300 vielleicht 64 Kilometer bearbeitet, wenn es die Zeit zulässt, beziehungsweise andere Projekte. Aber ich gewinne deutlich mehr Nutzungsjahre oder Nutzjahre. Das heißt, ich habe theoretisch am Ende des Jahres 509 Nutzjahre gewonnen, gleichzeitig 300 verloren. Ich bin im Plus. Ich habe 209 Nutzjahre gewonnen. Einfach nur aufgrund dieser Umstellung der Denkweise, der Arbeitsweise, die eben möglich ist, wenn man aktuelles Datenmaterial zur Verfügung hat. Und so hoffen wir, dass wir in Zukunft eben mehr Kommunen dabei unterstützen können, eben Präventivmaßnahmen zu ergreifen, dass man eben nicht nur dem Sanierungsverfall hinterher rennt, sondern präventiv arbeitet, Geld spart, die richtige Maßnahme trifft. Wenn ja, unsere Lösung Ihr Interesse geweckt hat, wir haben zwar keinen Stand, aber wir haben eine wunderschöne Homepage, beziehungsweise mich, sprechen Sie mich gerne an. Ich würde Ihnen das System gerne im Nachgang nochmal erklären, beziehungsweise wenn Fragen auftauchen, jederzeit. Dankeschön.